Und damit herzlich willkommen zurück, oder herzlich willkommen zu einer weiteren Minecraft-Add-on-Vorstellung. Aber und heute habe ich mir mal ein richtig interessantes Add-on rausgesucht. Die, die mein letztes Video gesehen haben, wissen, dass ich in letzter Zeit ein bisschen gepaint habe, ein bisschen Depression hatte. Ich bin auch noch nicht 100% darüber hinweg, aber ist auch egal. So. Und zwar heute habe ich mir zwei bestimmte Texture Packs rausgesucht. Und ihr seht es wahrscheinlich schon im Hintergrund an den Bäumen. Das sind keine normalen Stämme. Und zwar habe ich mir heute ein Five Nights at Candy's und ein Five Nights at Freddy's Add-on runtergeladen. Und das sieht einfach mal richtig genau aus. Schaut euch das an. Ein so quasi den Titelbildschirm von FNAF 1 in einem Block. Richtig genial, ne? So, Wanddekoration, der Game Over Screen, auch ein Klassiker. Oh, in meinem, ohne Facecam Let's Play war das immer ein Klassiker. Ja, halt einfach so noch mehr. Was das hier sein soll, weiß ich nicht. Was nochmal? Was das hier sein soll, weiß ich gerade echt nicht. Ich weiß echt nicht. So, dann haben wir hier halt noch die Rules for Safety. Da, wo Chica halt steht, in der Ecke, und so halt irgendwann rumtwitcht. Und aussieht, wie es hätte gerade einen Schlaganfall, aber ein bisschen anders. Das sind so Titel, die du einfach irgendwo hinhängen kannst, so oder auf den Boden legen kannst. Wo die Dekorationen waren von F1, keine Ahnung, vielleicht bei der Stage oder so. Und ich habe mir auch so, wie soll ich sagen, ich glaube, ein bisschen schon älteren Boden. Teil von FNAF. Das ist einfach so klassische Wand. Auch wieder ein paar Notizzettel auf so einem karierten Block. Und jetzt wurden die Stämme aufwendet. Ich habe hier Security Doors, also Security Door Textur. So Monitore, die glaube ich in FNAF. Du konntest. Ich im FNAF 2 Office waren da mehr Monitore im Office als im FNAF 1. Dann haben wir hier ein paar Türen, die halt ein bisschen geändert werden. Und jetzt hier. Ein Partytisch. Yay! Die sind wahrscheinlich schon rechts. Schika und die anderen. Ja, in diesem Texture Pack wurde die Rüstung ein bisschen überarbeitet. Also hier wurden auch ein paar bestimmte Blumen einfach so zu Partyhüten funktioniert. Die beiden Pilze wurden. Ein Pilz wurde zu der Texte von einem Cupcake im Office. Der andere zum Fan, also zum Ventilator. Und jetzt, Achtung, hier sehen wir die Band. Und auch den Ersteller des Texture Packs hier. So, Foxy. Mit Foxy hatte ich ja Problem, dass ich dann nie den Kopf haben konnte durch die Rüstung. Jetzt wurde das geändert. Aber bei den anderen muss ich den Kopf hernehmen. Der Kopf wurde auch geändert, weil sonst haben die irgendwie keine Augen und manche Texturen fehlen. Zum Beispiel bei Chica fehlt dir das halbe Gelbe im Gesicht. Die Augen hast du, aber den Rest nicht. Bei Freddy hast du einfach die Augen nicht. Bei Foxy ist eigentlich nicht das Problem, weil von Foxy gibt es halt leider keinen Kopf, aber durch die Rüstung hat er dann schon einen richtigen Kopf. Und Barney, glaube ich, auch nicht die Augen. Also bei den meisten ist es eigentlich nur das Bunte in den Augen. Und ihr seht auch schon, Foxy hat einen Haken in richtig genialer Form. Freddy hat jetzt nun auch ein richtig anständiges Mikrofon und Barney hat endlich mal eine Gitarre in einem Texture Pack. Ja, sonst habe ich ja immer mit einem, quasi mit so einem roten Pfeil improvisiert. Und ihr seht es auch schon hier. Ein Endoskelett mit Kopf. Hallöchen, wie geht's dir? Ja, hat viel zu sagen, ich weiß. So, und das war jetzt quasi nur so das mehr oder weniger FNAF-Abschnitt. Und nun kommen wir zu Five Nights at Candy's. Ja, Five Nights at Candy's hat auch, glaube ich, der gleiche gemacht. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich für das hier Respekt. Wirklich. Du hast mein persönliches Respekt. Ciao. Ich gebe dir sogar einen kleinen Applaus. Ja, einen kleinen Applaus. Also echt. Dieses Texture Pack werde ich wahrscheinlich später mal für meinen FNAF Minecraft. Was ich überhaupt so was mal mache. Ja, FNAF 1 Pizzeria. Habe ich schon ein bisschen angefangen zu bearbeiten. Weil ein Kopf wird sogar zu einer Cam also zu so einem Kamerateil umfunktioniert. So, und jetzt schaue ich mir in diese Kiste und ihr seht erstmal hier Dorfbewohner. Fragt ihr euch vielleicht, was zum Teufel? Hä? Wieso hat der einen Dorfbewohner hier?
Das zeige ich euch gleich. Aber jetzt erstmal fangen wir mit den Fnac 1 Animatronics an. Aber leider sind leider nicht alle da. Also Fnac 1 fehlt halt noch Red. Red weiß ich nicht, ob der noch in Produktion ist oder ob der noch halt gemacht wird oder ob sie ihn nie hinzugefügt haben und auch nie werden. Wäre cool, wenn sie mal Red hinzufügen würden. Nur Red fehlt halt. In Fnac 2 fehlt, glaube ich, ja, auch Red und Cat. Und halt die aus Fnac 3 sind noch nicht am Start. Aber ich weiß nicht, ob die noch hinzugefügt werden. Okay. Erstmal hier Chester. Das ist Wither Chester. Candy. Old Candy. Blank. Das hier war der normale Pinguin. So. Shadow Candy ist natürlich auch in Fnac 1. Und Cindy. So, das sind jetzt. Und die anderen hier sind Fnac 2. Ja. Jetzt erstmal spawnen wir mal. Fangen wir doch gleich mal mit Candy an. Schaut ihn euch an. Oh Mann, die sind irgendwie so voll süß. Ich könnte nie. Ich könnte jetzt echt nicht. Wenn ich Five Nights at Candy nicht kennen würde, ich könnte nie sagen, dass das ein Horror-Game ist. Schaut ihn euch an. Hey. Hallo, hallo, lass mich mal hier in deine. Bitte? Hallo, hör auf rumzuwatscheln. Ja. Hi. Hey, Candy, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Da. Schaut euch an. Das ist so voll süß. Echt, ich finde ihn echt voll niedlich. Also, hier, also im Fnac. Fnac musst du ihn ernst nehmen. Da ist er nicht so süß. Vor allem im Fnac 2 nicht. Da ist er halt creepy. Da ist er halt withered. Den schauen wir uns auch noch an. So, dann holen wir. Auch Cindy ist einfach Candy, halt in Pink. Seht ihr euch echt? Also die beiden, die kannst du echt nicht ernst nehmen hier in Minecraft. Die sind einfach so süß, die sind voll niedlich. Und dann holen wir uns noch Shadow Candy. Ja, Hallöchen. Wie geht's dir? Ist viel zu sagen, ne? Nein? Okay. Und jetzt, bevor ich ins Pinguin spawne, spawne ich noch jemand anderen. Und zwar Chester. Also Chester finde ich echt vom Design her nicht komplett scheiße, aber man hätte es besser machen können, echt jetzt. Also, ich bin Shadow Candy drin. Aber jetzt, Chester hätte es echt doch ein bisschen besser machen können. Also echt, Chester ist leicht verbesserungswürdig. Kann auch sein, dass, weil ich schon so oft Five Nights at Candies gespielt habe, dass ich einfach, dass die Textur von Chester einfach. Das ist so, dass er einfach nicht besser machen konnte mit der Nase oder mit dem Mund. So, und jetzt kommt Old Candy. Ja, Pinguin ist Grande Finale. Hi, Old Candy. Das nächste ist auch. Warte, jetzt lass ich mal kurz anschauen. Bitte was? Candy ist größer als Old Candy? Was? Verzeihung, aber das entspricht nicht der richtigen Fnac 1 Logik. Bei Fnac 1 war Old Candy deutlich größer. Also Old Candy war riesig. Der war echt riesig. Also gegenüber Old Candy im richtigen Fnac sieht Candy einfach so voll klein aus. Wenn du Old Candy neben ihm hast. Weil Old Candy ist riesig. Ernsthaft, der ist gigantisch. So, und bevor wir jetzt noch den Pinguin spawnen, noch Blank. Hi Blank. Na, hast du keinen Bock mehr? Hallo? Ja. Hi, Blank. Hallo? Hab ich Mundgeruch, dass du dann da abhaust, wenn ich nicht mit dir sprechen will? So. Ihr seht doch hier schon, der hat ein paar Zeichnungen hier. Aber nicht die richtigen Zeichnungen. Und ihr seht doch die Textur und auch das ganze Charaktermodell aus Fnac 1 wurde einfach voll gut übernommen. Und by the way, geben die auch quasi den Jumpscare-Sound von dem jeweiligen Animatronic. Also zum Beispiel Fnac 1, also Candy, wenn ich Candy jetzt besiegen sollte. Hört man den Fnac 1 Jumpscare-Song, glaube ich, aber ein bisschen in schnell. Blank und Old Candy haben einen anderen. Die anderen haben sonst immer den gleichen. Shadow Candy hat irgendwie so, was weiß ich, was für einen komischen Sound. So, es regnet. Wartet, Kollegen, bevor ihr noch ein kurzes kriegt, ich mache das Wetter wieder klar. Zack. Ihr seht doch, dass ich wirklich gerade nicht so fit bin. Hab ja auch gerade einen dicken Pullover an. So, und jetzt als Grande Finale von Fnac 1.
Der Pinguin. Also wenn er das sagt, wenn du ihn im Fact 1 hast, bist du am Arsch. Wenn du ihn im 720 reinlässt, bist du am Arsch, wenn du das machst. Weil echt, jedes Mal, wenn er das sagt, macht er dir eine Tür zu. Oder eine Tür zu oder auf. Kommt da drauf an. Das macht er normalerweise nicht so hoch. So in diese. Wenn ich ihn jetzt kaputt machen würde, er hat ja keinen Jumpscare. Er ist eigentlich wie Balloon Boy. Der hat keinen richtigen Jumpscare von der FNAF. Ich wollte schon fast FNAC 2 sagen. Also, weil. Hast du mir auf zu labern? Ich finde, ich sag. Also echt. Nicht mal Old Candy kannst du so ernst nehmen. Ernsthaft, ihn kannst du auch nicht ernst nehmen. Du kannst keinen in Minecraft so ernst nehmen. Bis die dich halt angreifen. Deswegen habe ich auch. Hast du mir auch mal zu labern? Ist ein bisschen weird, ja. Und auf jeden Fall, das werden wir nachher uns auch noch anschauen. Warte. Ich schmeiß mal kurz die Spawnex weg. Dass wir uns noch die aus FNAC 2 anschauen. Da sind leider halt. Der einzige, der jetzt noch fehlt in der FNAC 1 Abteilung, wäre halt Red. Die Ratte. Die Ratte! Schade, dass aber Red nicht da ist, aber Shadow Candy. Weg da! Hopp, Shadow Candy. So, und jetzt haben wir Withered Blank, Withered Penguin, Withered Cindy, Withered Chester und Withered Candy. Und ich nehme schon mal einen Villager. So, wir werden gleich sehen, wenn ich jetzt hier einen spawne. Die gehen alle wie ein Zombie auf ihn los. Und Shadow Candy hat irgendwie einen Arm höher als den anderen. Was zum Teufel? Ja, die gehen auf den Villager, die sind wie Zombies. Jetzt holen wir uns mal Withered Candy. Und ihr seht gleich, FNAC 1 Candy ist viel süßer als der hier. Aber ehrlich gesagt, auch ihn kannst du hier nicht wirklich ernst nehmen. Auch wenn er ziemlich gruselig ist. Ist echt viel, viel gruseliger. Vielleicht mache ich es am Ende noch. Bekämpfe ich alle oder lasse alle auf mich einschlagen. Ich würde mich halt wundern, wie viel Damage machen die eigentlich pro Schlag. Das haben wir noch nicht. Withered Chester, Achtung, der ist jetzt ziemlich gruselig. Hast dich wohl länger nicht mehr gewaschen, ne? Hast dich wohl wirklich länger nicht mehr gewaschen. So, Withered Cindy. Ist eigentlich ähnlich wie Candy einfach. Warte. Hat sie. Ist das jetzt. Warte. Candy? Ah, da bist du, Candy. Komm, Rufi, dich bist du da. Ja, bei Candy hat das linke Auge nicht. Doch Candys linkes Auge. Und Cindy hat ihr rechtes nicht. So, jetzt holen wir noch den Willard Penguin, der labert zumindest nicht. Oh, guck mal hier. Den finde ich echt so. Ehrlich gesagt, ich finde den ein bisschen gruseliger. Alleine wenn die schon an die so rumwatschen. Wird's mir gerade ein bisschen. Krieg ich gleich einen kurzen Schock. Und jetzt holen wir noch Willard Blank. Und jetzt. Ich sag. Hallo? Hallöchen. Hallo, Kumpel. Rieche ich irgendwie komisch? Hallo, 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 hallo. Komm jetzt zurück. Komm hierher. Jetzt, dass ich mal ganz kurz schauen will, ist. Was sei. Hilfe. So. Was eigentlich sich groß bei Blank aus FNAC 1 und FNAC 2 so unterscheidet. Was sind eigentlich die Unterschiede? Ich sehe es gerade echt nicht. Ja, wahrscheinlich beim einen Arm. Der Kopf ist ein bisschen mehr kaputt. Aber ich weiß jetzt auch nochmal. Ja, und ihr seht, ein paar Mobs werden jetzt wie so FNAF. Gott! Immer noch mal FNAC. Mann! FNAF 1. Cams dargestellt. Ich hab's doch immer. Blank. Ah, da bist du Blank. Blanky, 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 komm hierher. Okay. So, bleib mal stehen. Was ist der Unterschied? Ja, ich dachte Kopf. Und Withered Blank ist auch ein bisschen beim anderen Arm kaputt. Und auch der Kopf ist ein bisschen kaputt. Die Augen sehen viel gruseliger aus. Und da hat auch überall mehr Löcher im Suit drin. Blank. Ich will zwar nichts sagen, aber. Warte. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist ein Loch in deinem Kopf.
Und die haben, am Kopf haben sie keine Hitbox. Da kannst du sie hauen, die so wie. Die haben an den Füßen unten haben die Hitbox. Komm jetzt. Na los! Angriff! So, ich würde jetzt sagen, wir rüsten uns mal ganz kurz auf mit einem Diamantschwert. Wir werden die jetzt alle kaputt machen. Ja, und blau ist Barney. So, wir werden zu Barney. Yay, wir werden zu Barney. Warte, ich zieh's gleich an. So. Ja, wäre nicht zu Barney. Jetzt das, was ich komisch finde, ist, bei den Rüstungsständern hast du keine Augen. Oder haben die Rüstungsteile keine Augen. Aber wenn du sie selbst dann siehst, haben sie Augen. Hä? Was? Ergibt keinen Sinn für mich, aber. Dann hole ich mir noch kurz ein Schild. Bogen mit Pfeilen. Was sind wir denn? Fall? Ne, das ist Schaden. Nehmen wir einfach normale Pfeile. So, dann gehe ich gleich in den Game Mode. Mach mal gleich Game Mode 0. Oder gehe ich kurz in den Survival Modus. Ich rüste auch gleich das Schild aus. Nicht, dass mich da plötzlich Shadow Cannon angreift. So. Ich habe Angst. Ich hab keine Ahnung, ob wir das schaffen. Wir haben es nur mit allen aus Fnac 1 plus noch ein paar andere, die ich einfach nochmal zum Schauen dargestellt habe. Ich glaube noch zwei Blanks aus Fnac 1 und zwei Candies. Also Fnac 1 Candies. Wir keine Süßigkeiten. Candy the Cat. Survival. Schnell. Greifen die mich an. Hä? Wieso habe ich auf einmal so wenig Leben? Hallo, hallo, hallo. Hallöchen. Shadow Candy, ich bin hier. Kommst du? Fass mich nicht an! Wow, zwei Herzen. Hä, wo, hä? Was Shadow Candy mit der Hitbox? Ah, da. Ich muss ihm das Bein kaputt machen. Schützen. So, geh weg. Geh weg da. Aua. Aua! Ha! Mit dem Schild kommst du nicht durch. Hallo, was ist denn die Hitbox, Alter? Komm her, du. Zombie-Villager, wenn er auch noch kommt. Aua! Geh weg, hey! Oh Gott, geh nicht drauf! Geh weg, du! Die können euch auch noch ziemlich viel einstecken. Ja, komm her. So einen komischen Glitch-Sound oder so. Du hörst eigentlich nur so einen komischen Sound. So einen komischen Glitch-Sound kann ich dir nachher noch mal kurz zeigen. Okay. Obwohl ich bekämpfe jetzt nur einen aus jedem Teil. Außer im Fnac 1, da bekämpfe ich dann noch Blank oder Old Candy. Da kommt schon Chester. Oder Wither Chester. Fass mich nicht an. Fass mich nicht an. Au! Fass mich nicht an. Wo hast du bitte deine Hitbox? Hey, ich sehe die Hitbox nicht. Aber in den Füßen musst du ihn hauen. Ja, ich hau dir in die Füße. Ich stich dir den Fuß kaputt. Das meine ich. Du hörst quasi echt einfach so einen Jumpscare. Ja, wir besiegen Candy. Komm her, Candy. Yes, Candy. Ja, ich muss. Kannst du den einfach nur in die Füße hauen? Bei den Füßen ist die Hitbox. Komm, geh. Komm, geh weg. Das wird nicht der richtige FNAF. Oh Mann! FNAF, Gott! Klingt dabei jetzt gleich. So, Withered Candy will ich jetzt. Oder Cindy will ich jetzt. Da drüben ist keiner, den ich mehr killen muss. Wo ist denn eigentlich Blank? Blank? Blank, Blank, Blank. Blanky. Hey, wo zum Teufel ist Blank? Und das ist ja der Pinguin. Der Withered Pinguin. Der ist auch aggressiv! Geh weg! Geh weg! Das glaube ich auch. Oh, das habe ich gar nicht ausgetestet. Okay, dann mach quasi den Sound, weil wenn du in dem Fnac 2 in die Camps anschaust, stürzen die Camps ab. Also der macht alle Camps kaputt. Wie in der alten Custom Night, wenn du Barney anschaust. Wo ist Ney? Jetzt, wo ist Blank? Blank? Blanky? Oder Old Candy? Wo sind die alle?
Oh, sind die irgendwo im Wasser? Sind die irgendwo ins Wasser gefallen und kommen jetzt da irgendwie nicht mehr raus? Was wir da sehen. Pinguin? Bist du aggro? Guck mal hier. Ja, der ist aggro! Halt den Mund! Der macht keinen Sound. Also der Fnac 1 Pinguin. Und by the way, Blank in Fnac 2 hat den gleichen Jumpscare wie die anderen. Was zum Teufel? Ah, da bist du! Da bist du ja, Blank. Au! Aua! Gott, nein, nicht Candy. Mann, Candy, dich habe ich schon kaputt gemacht. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Hör mal ja noch mal den richtigen Jumpscare. Nee, das ist alles viel schneller. Komm, Blank. Komm, Blanky. Blank. Los, mach. Los, komm. Der kann ernsthaft gegen diese Ströme nicht ankommen. So, jetzt komme ich halt hier rein und verprügel dich. Höchstpersönlich. Blank. Blank. Was zum Teufel? Da. Er hat den. Oder by the way, was heißt Old Candy? Entweder, wo ist Old Candy? Old Candy. Hallöchen. Wo. Hä? Entweder, wo ist Old Candy? Der kann doch echt nicht so weit sein. Das ist Old Candy. Der kann nicht so weit sein. Aber wenn du ihn auf 20 hast, der kann schon ziemlich schnell irgendwo hin. Jetzt auf die. Hä? Old Candy? Hallo? Ist er einfach abgehauen? Riech ich irgendwie echt komisch. Weil bisher ist fast jeder abgehauen bei mir. Abgehauen bei mir. Hä? Mann. Ich rieche nicht komisch, ich habe extra sogar noch mal geduscht. Nein, das war der Candy. Jetzt, echt jetzt, wo ist Old Candy? Old Candy? Hallo? Wo ist Old Candy? Der kann doch jetzt echt nicht so weit sein. Wenn er bei der Grube irgendwo ist, dann habe ich ihn nicht gesehen. Okay, da ist auch noch ein tiefes Loch, aber da unten ist so ein Chicken. Da unten ist nur ein Lühnchen. Lühnchenjäger ist am Start. Nee. Also echt jetzt. Hä? Echt jetzt. Da ist Cindy? Wo ist auch Candy? Vielleicht ist er irgendwie ertrunken. Oder. Hat er sich jetzt einfach verdünnisiert? Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Der hat sich einfach nicht verdünnisiert. Nehme ich mal an. Da unten ist Cindy in einem Block. Ich sag mal nix. Also, das war quasi Vorstellung. Oder quasi. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo dort. Daumen hoch. Teilt's mit Freunden und Bekannten. Empfehlt ihnen, meinen Kanal zu abonnieren. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.